seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Ein paar Gedanken möchte ich mit euch teilen, so aktuell. Das Weltgeschehen, was uns vor allen Dingen auch medial mitgeteilt wird über Technik. Anders können wir auch rein spüren, rein fühlen, rein sehen, in allen Ebenen mit unserem Sinn. Wir können die Umgebung ganz bei uns in der Nähe beobachten, die Stimmung, die Mentalität, der Seelenzustand der Menschen. Ja, ganz vieles können wir beobachten und vieles können wir auch zusammen puzzeln. Manches beobachten wir schon viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und dann hat man gute Vergleiche und kann diese Entwicklung vergleichen eben zu damals und heute. Man muss natürlich immer aufpassen, welche Wahrnehmungen so man hat und welche Gedanken und Gefühle dazu. Da sollte man sehr bewusst sein und nicht leichtsinnig mit irgendwelchen Manipulationen dann mitschwimmen. Auf jeden Fall, ganz aktuell gibt es wieder Meldungen, dass in Ost-Jerusalem, wo diese ganz bestimmte wichtige Moschee oder auch zwei Moscheen, dieser wichtige Platz ganz in der Nähe der Klagemauer von den Juden, ist eben dann auch eine der wichtigsten Moscheen für die Muslime. Und das ist jetzt wieder mal besetzt worden. Es gibt Videoaufnahmen, wie Muslime beim Morgengebet gejagt wurden und massakriert wurden. Und es gab auch einen Sprecher aus Israel, der eben auch meinte, dass das eben wichtig ist, dass man diese Moschee besetzt und die Muslime am Gebet dort oder am Zugang hindert. Da gab es jetzt die ganze Zeit schon Schwierigkeiten, besonders seit der offensichtliche Krieg in Gaza stattfindet. Und jetzt ist es halt wieder eine Stufe nochmal eskaliert, ein Stückchen weiter. Und wer sich mit Prophezeiungen beschäftigt hat, da kommt ja auch in der einen oder anderen Prophezeiung vor und auch in Bezug zum Koran, dass wenn diese Moschee verschwinden sollte auf irgendeine Weise durch Brand und Bombe oder Zerstörung, Explosion irgendwie, wenn das verschwinden würde und anschließend dann Israel da stattdessen ihren alten Tempel wieder aufbauen wollen aus alten Zeiten, wenn das passiert, ist das sowas wie ein Startschuss, wie ein Startsignal für alle Muslime auf der ganzen Welt. Es ist ein sehr massiver Angriff und es wäre klüger, sowas zu lassen, aber die wollen ja jetzt gerade nicht klug handeln, die Regierenden der verschiedenen Länder. Die Herrschenden sind nicht auf der Seite des Menschen mit Herz und Gewissen. So ist der Eindruck. Mein Eindruck. Ja, und aber auch von vielen anderen Menschen. Und ja, es macht den Eindruck, dass es provoziert wird, dass es inszeniert wird, dass es mit Absicht gemacht wird, und es macht auch den Eindruck, dass die Prophezeiungen, wie sie im Grunde überall zu finden sind, so im groben Verlauf, was so die Punkte sind, die überall wiederzufinden sind, dass diese Punkte systematisch inszeniert und damit künstlich erzeugt, erfüllt werden. Damit dann später mal gesagt werden könnte, seht ihr, es hat sich alles erfüllt, wie es Gott durch die Propheten sagen lassen hat. Oder durch die Seher. Und dann soll eine Weltreligion dann damit alle Probleme klären, da es ja momentan mehrere Religionen gibt. Und es soll dann eine Religion für alle gleich werden. Wo ich ja davon ausgehe, dass das ein Fake ist. Erstmal ein Fake. Mit
dem sie eben eine neue Macht und eine Wende und einen Wandel und ein tolles, goldenes Zeitalter einleiten wollen. Wo man dann denkt, so, es war alles ganz schön anstrengend die letzten Jahre und jetzt wird's alles wieder gut. Aber da gibt's eben eine Falle dabei. Denn da gibt sich wohl jemand erstmal für den falschen Gott aus. Und es gibt eben auch Prophezeiungen, die über bestimmte Ereignisse dann noch drüber hinaus weitergehen, wo dann gesagt wird, dass es ein Fake ist und dass es eben noch seine Zeit dauert, bis auch das dann alle gerafft haben und bis es dann wirklich so weit ist, dass die Menschen so weit sind, dass sie sich nun endlich endgültig von der Fremdherrschaft befreien. Das geschieht noch nicht, indem man dieses oder nächstes Jahr wählen geht. Nein. Und es ist auch noch nicht vorbei, wenn man denkt, man hätte den Schuldigen verhaftet oder eingesperrt, gekillt oder sonst wie, ne, Rache geübt, was ja viele sich wünschen, aus verschiedensten Gründen, überall. Steigt die Wut, steigt der Hass. Aber das ist eben auch alles so gewollt und alles nach Programm. Ganz so, wie es gewollt ist. Man darf sich nicht so benehmen, wie es berechnet wurde vom KI-Gott. So darf man sich nicht benehmen. Man darf nicht drauf einsteigen und mitspringen und alles mitmachen, wie die es wollen. Und wenn wir auf Hass und Neid, auf solche Gefühle einsteigen und uns da reinsteigern, dann handeln wir nach Berechnung. Denn die wollen, dass wir selbst uns gegenseitig killen. Anstatt die Wurzel wirklich zu finden vom Übel und die Wurzel zu packen, den Ursprung zu finden für alles, was falsch läuft. Wer hat denn da die Fäden in der Hand? Wenn manche sagen, ja, die Politiker sind Marionetten, naja, dann muss man doch aber auch weiterdenken. Und wer hat die Fäden der Marionetten in der Hand? Wer hat das Kommando? Wer gibt den Befehl? Und da müssen wir hin. Und zwar ganz exakt. Auch da dürfen wir uns wieder nicht von Fake-Alternativmedien und Gerüchten und Manipulationen ablenken lassen und irreführen lassen. Schwupp hassen wir oder sehen wir den Falschen als Feind. Wir müssen da ganz gründlich sein und immer weitergehen, wenn was noch nicht ganz exakt stimmig ist. Und wenn bestimmte Dinge passieren, weil die eben weiterhin die prophezeiten Pläne künstlich umsetzen, dann sollte natürlich auch jeder Mensch bestimmte Vorbereitungen treffen. Und ich finde, dass es besonders wichtig ist, da auf seine astrale Energie, also seinen Charakter, also seine Seele zu achten und zum anderen auf seinen geistigen Zustand, auf die Stabilität und Gesundheit des Mentalkörpers. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du so gesund und fit körperlich bist, wie nur möglich. Und gib dir da richtig Mühe. Trainiere, sei fleißig, beweg dich, schubst dich selbst an. Du willst niemanden unnötig zur Last fallen, wenn du es doch selbst könntest. Wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben würdest, könntest du es selbst. Jetzt hatte ich hier einen Finger davor gehalten, schaffen die vor das Mikro. Versuch einfach lieber für andere noch nützlich zu sein, als anderen zur Last zu fallen. Wenn du aber nie anders kannst und anderen auf jeden Fall zur Last fallen wirst teilweise, dann gib trotzdem dein Bestes und schau, was du mit deinen Möglichkeiten trotzdem Hilfreiches hervorbringen kannst. Jeder kann hilfreich sein auf irgendeine Weise. Und denkt dran, wenn ihr noch keine Lösung gefunden habt, dann malt sie euch selbst ins Bild. Denkt sie euch selbst aus. Ihr seid Menschen, die das können. Ich hoffe, das wisst ihr. Gut, also, wenn ihr wohlhabender seid und ihr könnt etwas mehr Vorrat halten, dann denkt auch darüber nach, ob ihr teilt und ja, also an wie viele ihr noch mit so, also mitdenken könnt und für sie ja mit vorbereiten könnt, so manches. Das können Kleinigkeiten sein.
Und denkt halt natürlich, es ist völlig natürlich in einem Gebiet, wo es Winter gibt, von Frühling bis Herbst dafür zu sorgen, dass man an den Winter denkt und Vorrat für den Winter anlegt. Das ist völlig natürlich. Und der Winter kann sehr lang sein, denn du kannst ja draußen mal beobachten, wann du die letzte Ernte nach Hause bringen kannst. Vielleicht ist das im Oktober, vielleicht findest du im November noch letzte Pilze oder dann noch Hagebutten. Aber dann hört es vielleicht langsam auf. Es wird etwas weniger. Es gibt auch Winterpilze, aber gibt es die denn in deiner Gegend? Und dann dauert es im Frühling auch manchmal ganz schön lange. Es sei denn, es reichen uns die Frühlingskräuter, die ja schon zeitig kommen und die man dann auch reichlich finden kann, Frühlingskräuter. Aber wenn wir noch etwas mehr Nahrung finden wollen, zum Beispiel Frühlingspilze, Morcheln, Werpeln, Maipilze, Pflaumenrötling, da ist man ja schon richtig gut dran, April, Mai. Aber wenn man auf die ersten Früchte wartet, auf die ersten Erdbeeren, auf die Kirschen, dann kann es durchaus schon Juni sein, bis das wirklich da ist. Vorher hat man vielleicht schon den Rhabarber ernten können und vielleicht hat man Radieschen und Salat ausgesät, was ebenso im Frühling schon so geht. Aber es braucht alles so seine Zeit, bis du dann wirklich erste eigene Ernte wieder hast. Dass das Wetter stabil ist, dass es warm genug ist, dass der Samen aufgeht, dass das kleine Pflänzchen durchkommt. Es kann seine Zeit dauern. Also ein halbes Jahr hast du es vielleicht gut und findest immer irgendwie was zu essen. Und das andere halbe Jahr hast du es schwer, was zu essen zu finden. Und so solltest du halt dann immer in diesem Kreislauf der Natur auch denken, dass du dich immer auf den Winter vorbereiten musst. So oder so. Völlig egal, was die da draußen machen. Aber entwickel keinen Wahn. Überprüfe die Eigenschaften, die du an den Tag legst, seelenspiegelmäßig. Und es soll dir alles auffallen, was kürre und falsch an dir ist. Wo du dich vielleicht selbst verrückt machst oder dir selbst schadest. Aber vernünftig kannst du schon trotzdem sein. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Manchmal kippt es dann um und polt sich plötzlich um und ist dann übermäßig übertrieben. Man kann ja fleißig sein, aber Ehrgeiz, da muss man dann schon gucken, ob das noch gut gepolt ist. Also, ja, schaffend oder schädigend, zerstörend gepolt ist. Für dich richtig gepolt. Überprüf dich, wie es dir geht. Wie denkst du, wie fühlst du, was machst du? Wie sind deine Gedanken? Sind deine Gedanken positiv oder sind die negativ? Bist du lebensfroh? Bringst du dich jeden Tag schön in Freude? Denn ohne Freude hast du natürlich nicht die Kraft, die du brauchst. Hast du die Kraft? Fehlt dir vielleicht die Kraft? Dann bring dich mehr in Freude. Was kannst du dafür tun? Denk drüber nach, dass du dafür sorgen kannst, dass du in einem guten Zustand bist und dann vielleicht sogar noch anderen Lebewesen nützlich sein kannst und einfach was Gutes beitragen kannst. Strahl positiv aus, wir brauchen viel positive Strahlung zum Ausgleich. Die leidendsten Menschen schaffen es trotzdem, Lebensfreude täglich zu entwickeln. Fleißig zu sein und zu lachen und zu lächeln und freundlich zu den Mitmenschen zu sein. Selbst die, die ganz stark leiden, schaffen das. Also, keine Ausreden und keine Panik, aber beschäftigt euch schon ein Stück damit. Also ignoriert es jetzt nicht völlig, was da draußen geschieht, sondern findet eben eine gesunde Umgangsweise und bereitet euch eben durchaus auf verschiedene Weise vor. Ja. Und wenn es dann soweit mal sein sollte, dann kommt es darauf an, dass ihr ruhig und gelassen sein könnt und hilfreich und nützlich. Und richtig, ruhig, durchdacht handeln könnt und die richtigen Entscheidungen trifft. In dem Moment, in der Situation, die dann ist.
Ihr könnt euch schon im Voraus mit vielen beschäftigen und stabil eben schon vorher sein, mental und astral. Also jeder hat da so seinen eigenen Bereich, wo er am meisten arbeiten muss. Der eine körperlich, der andere astral, der andere mental. Guckt in alle Bereiche, ob da alles gut ist bei euch, ob ihr noch was zu tun habt. Ja. Und dann schaut immer draußen, wie es geht, wie es läuft, wo ihr vielleicht was helfen könnt, wo ihr was sammeln könnt und so weiter. Ihr habt da übrigens eine junge Karde zum Angucken. Die ist dieses Jahr aufgegangen. Ich hatte letztes Jahr Karde und die hat ausgesamt. Wir sind jetzt hier ganz viele wild aufgegangen. Das ist eigentlich ein Weg, aber den benutzen wir lieber gerade nicht. Damit die Pflanzen sich hier schön entwickeln können, habe ich dann ganz viel Karde. Nächstes Jahr kann ich dann die Wurzel ernten. Das ist also noch sehr jung und da kommt dann noch nächstes Jahr ein Stiel nach oben gewachsen, der dann die Blüte enthält. Hier mal von der anderen Seite. Sieht man jetzt nicht richtig. Doch so. Es muss noch scharf werden. Da seht ihr, dass es ganz schön stachlig ist. Besonders an der Unterseite der Blätter und der Blattstiele. Kratzig. Die Oberfläche, da seht ihr ja auch ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Unterseite ist das, was kratzt. Naja, schärfer geht es jetzt gerade nicht. Ja, die Pflanze hat schon ein paar Fleckchen und ein bisschen angeknabbert. Aber die kommt ja hier schön getrieben weiter und geht alles gut. Das ist hier neben dem Lavendel. Der ist schon verblüht. Teilweise schon geerntet, teilweise noch stehen gelassen. Gut, ihr Lieben, also schaut mal, was so passiert und wie sich komischerweise künstlich angetrieben, so ist mein Eindruck, ne? Die Prophezeiungen erfüllen. Aber ruht euch nicht dabei aus, ach na ja, solange das und das noch nicht passiert ist, habe ich nichts zu tun. Das ist falsch. Wir wollen nie irgendwelchen Sachen ausgeliefert sein und das abwarten. Sondern wir Menschen wollen wieder friedlich und natürlich, frei, natürlich leben, oder? Also ich schon. Und da gibt es eben immer was zu tun. Jetzt. Und manche sollten sich vielleicht auch ganz ruhig mit dem körperlichen Sterben beschäftigen. Auch das ist wichtig. Und da mehr Wissen dazu zu sammeln, informiert euch umfangreicher. Ihr wisst bestimmt nicht genug, wenn ihr nur das glaubt, was eure Eltern oder Großeltern euch da zu dem Thema Sterben gesagt haben. Was die euch gesagt haben, vielleicht war da schon was Tieferes, Wichtiges dabei. Aber das Allgemeinwissen ist es nicht, was du noch erfahren kannst zu dem Thema. Deswegen beschäftigt euch auch in diese Richtung und kommt da in eine Entspannung. Und seid sozusagen jeden Tag so im Einklang mit euch selbst, dass ihr bereit sein könntet, im nächsten Augenblick zu sterben. Ich hoffe, ihr versteht das richtig und ich wünsche euch guten Erfolg dabei. Ciao.